Die Franzosen haben, wie Sie wissen, meine Damen und Herren, den Gockel als Wappentier. Und der dient ihnen auch als Witzfigur. In diesem Jahr sieht man viele Karikaturen, wo auf der einen Seite der aufgeplusterte deutsche Adler steht, der nun durch die Vereinigung noch größer geworden ist, und daneben ein kleiner, magerer, gerupfter Hahn. Und der Witz in diesem Jahr, der geht nun folgendermaßen. Weshalb haben die Franzosen überhaupt einen Gockel als Wappentier? Die Antwort lautet, weil es das einzige Tier ist, das laut angeberisch kräht, obwohl es mit den Füßen nur auf einem Misthaufen steht. Dass sich in Moskau eine Menge Witze mit der Versorgungslage beschäftigen, ist klar. Ein typischer Witz geht so. Kommt einer in einen Lebensmittelladen und fragt, können Sie mir bitte ein halbes Kilo Fleisch abwiegen? Darauf der Verkäufer, aber gerne doch, wenn Sie das Fleisch dann bitte vorbeibringen. Irgendwann nach der letzten Bundestagswahl, die bitter und verlustreich für die SPD ausgegangen war, treffen sich zwei uralte, stramme SPD-Genossen auf der Straße, sagt der eine zum anderen, sag mal, warum bist du denn nicht bei der letzten Ortsvereinsversammlung gewesen? Darauf der andere, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass es die letzte war, dann wäre ich sicherlich gekommen.